Hallo Leute, weiter geht's mit Xenonauts 2. Wir sind nach wie vor hier in dieser Lina-Basis und haben in der letzten Folge festgestellt, der VIP-Typ steht an der gleichen Position, ungefähr der gleichen Position wie in der letzten Mission. Ist halt noch Early Access. Hoffen mal, da werden die ein bisschen was dran ändern. Hier in der Runde waren wir fertig, können wir die Runde beenden. Wir müssen aufpassen, hier drüben war einer. Sniper hat man weggeschickt, genau. Oh, der hat auch gar keine Mumpels mehr. $32 kostet's Nachladen. Bleib einfach dort stehen und lade erstmal nach. Und der Rest rückt hier langsam vor. Falls der VIP durch den Hinterausgang will, sich verdünnisieren möchte. Oh, sie ist so langsam. Warum hat sie so wenig Zeiteinheiten, Mann? Wir haben halt vier Personen, beziehungsweise drei Personen, einen Mars zur Verfügung, um den unter Druck zu setzen. Nur der Mars hat halt 10 HP. Der hält nichts mehr aus. Hier ist auch noch ein gegnerischer... Gegnerischer Gegner. Machen wir die Tür auf. War mir fast klar, weil die Tür war vor uns, glaube ich, nicht auf. Ich hoffe, der war das. Aber ich denke, ja. Schildi-Typ. Schildi-Lara. Schild hat halt noch 80 Trefferpunkte. Kannst im Grunde genommen relativ nah rangehen. Ich hab's befürchtet. Auch keine Mumpels mehr. Einmal nachladen, bitte. Gegen ein Schild. Wir müssen den nicht lebend bekommen. Ich möchte nicht, dass der Mars drauf geht. Also ja, zweitrangig wegen dem Geld, weil der Schweine teuer ist. Das jetzt gar nicht so, aber wir brauchen den seine Schüsse jetzt hier auf das Alien. Schieß lieber nochmal hier drauf. 78%. Komm. Genau so. Und gleich... Ne, du musst dich noch ducken, damit Nadja noch schießen kann. Na klar, ist die Wand im Weg oder was? Oh, er macht mich fertig. Dreifacher Salbenschuss, Feuer frei. Das waren ein paar gute Treffer. Der hat nur noch 8 HP.
Sheehan. It's time to shine. Haben wir noch irgendein... Wartet mal, hatte die nicht hier so ein Betäubungsding? Klar. Ach, reicht halt nicht aus. War halt so easy, den jetzt zu betäuben. Aber die haben halt alle nichts mehr. Nichts mehr an Zeiteinheiten. Kannst du nicht mit deiner Waffe den auf den Kopf hauen? 21, 67%, komm, das schaffst du. Oh. Gott sei Dank. Nix wie weg jetzt, alle Mann zurück. Auf, auf. Besser als das erste Mal. Gut, ist noch nicht zu Ende. Die Verstärkung müsste eigentlich jeden Moment eintreffen. Aber wir wollen doch mal das Beste hoffen. Jetzt ja. Wer zuerst am Dropship ist, bekommt ein eiskaltes Bier. Oder eine eiskalte Limo. Die Verstärkung. Wir sollten uns zurückziehen. Ach, echt? Rennt! Eiskalt. Der gute Mars. Durch alles hindurch. Matej Koller ist Erster. Du gewinnst einen Strauß Blumen. Einfach mal noch so ein Ding mitnehmen. Warum? Weil das kann. Sniper, ja. Willst du deinen Leuten noch ein bisschen Deckung geben? Ich sag mal ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch von hier hinten kommen. Der letzten Mission kam die von hier. Ja, und von dort kam sie auch. Rennt, rennt, rennt. Das ist ungünstig. Da kommen sie. Dann nehmen wir den LKW als Deckung. Beide Sturmgewehre. 60 HP. Viel macht da unser Sniper nicht.
Renn auch mal weg. Du bist auch schon angeschlagen. Es hat keinen Sinn. Der macht 40 Schaden oder so. Ja, 46. Rette sich, wer kann. Geht uns bloß nicht auf den Zeiger jetzt noch her. Es nicht ganz schaffen, hier ins Dropship jetzt zu kommen. Ich meine halt in dieser Runde. Die Jäger gefällt mir halt überhaupt nicht. Der schafft es auch nicht ganz. Ich hatte fast gedacht, dass sie auf ihn schießen, ja. Aber nö. So, wer ist noch draußen? Drei Leute sind noch draußen. Drin, drin, drin. Draußen. Aber du kommst weit. Sehr schön. Hä? Irgendeiner muss doch noch hier irgendwo sein. Drei Leute wären draußen. Ich sehe ja nur zwei. Haben wir irgendeinen vergessen? Ach, da. Die Frau Kaiser. Diese Runde nichts gemacht, ist okay. Ja, die sollen ja auch bloß abwarten. Abwarten und Tee trinken. Mehr sollen die ja nicht machen. Nix wie rein in die gute Stube. Ja, passt doch. Zwei Verletzte. Ein halbtoter Mars. War mir gar nicht bewusst so, dass der nur noch 10 HP hatte. Klar, der eine hatte, glaube ich, einen Salvenschuss auf den gemacht. Dann steht ja der Hauptboss, der Glieder, jetzt auch nichts mehr im Wege. Müssen wir ja nur alle eliminieren. Ja, schaut mal. Zwei Leute. 7 Tage verletzt. Ist ja gar nichts. Der Mars ist auch wieder ganz. Was gab's hier? Medaille für hervorragende Dienste. Soldaten erhalten die Medaille für hervorragende Dienste für den Abschluss von 10 Missionen im Laufe ihrer Karriere. Christian Berger, ja, der Sniper. Die Verleihung einer Medaille gibt einem Soldaten plus 1 auf alle Attribute. Und das bekommt die Nadja Pavlova auch nochmal. Genau das gleiche. Aber die Sturmfrau, ich glaube es war eine Frau, die hier... Ach doch, das ist die Sturmfrau Pavlova. Das würde die mit den 20 Kills sein, denke ich mir. Nadja Pavlova. Die müssen wir mal kurz angucken. Da bist du. Achso, wenn sie fliegt, können wir sie uns nicht anschauen. Okay. Dann lass sie halt erstmal zurückkommen.
Forschung dauert noch 2 Tage. Ursprung der Aliens. Und dann entweder Alenium-Energien, aber mal gucken, was hier rauskommt bei der Ursprung der Aliens-Sache. Und hier haben wir halt die verschiedenen Verhöre noch. Alenium-Sprengköpfe. Müsste aber wieder ein Geriebnis geben. Kohle! Keine weitere Arbeiten in der Warteschlange. Wir müssen mittlerweile auch wieder ein bisschen aufs Geld achten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben halt nur 400.000. Diese besseren Panzerungen kosten halt so unfassbar viel Legierung. Für die Luftwaffe bessere Waffen. Was wir uns mal angucken können. Jetzt müssten wir die ja mit besseren Sachen ausrüsten. Ach. 0 von 1. Alenium-Rakete und Alenium-Torpedo. Der Torpedo zerstört 15 Rüstung und hat auch nochmal 25 Rüstungsdurchschlag, macht aber nur 25 Schaden. Und hier, das ist mehr so für leicht gepanzerte gedacht. Das kratzt die Armor gerade mal an. Je größer die Pötte werden, umso mehr werden die sicherlich auch Panzerung haben. Ich denke mal, das wird gerade umgerüstet. Deshalb steht hier halt 0 von 1 da. Wir warten mal kurz. Aber solange wir es ja nicht mit großen UFOs zu tun haben, für die mittleren reicht es ja aus, für die Zerstörer. Also mehr hatten wir bisher nicht gesehen. Seht ihr? Ein kleines UFO. Verlangsamen und zentrieren. Wir wollen nur noch mal nachschauen, ob die jetzt. Ja. Jetzt sind die damit ausgestattet. Ach, hier könnten wir sogar noch ein Alenium-Torpedo mit reinnehmen für die Autokanone, aber dann hätten die ja nur die 2 Missiles und den Torpedo dabei. Nee, nee. Das lassen wir schon so. Abfangjäger starten. Auf geht's. Noch eins. Tatsächlich. Wir müssen auch uns überlegen, was wir nun mit dem restlichen Geld noch anfangen wollen. So langsam könnten wir auch wieder eine neue Generation Waffen vertragen, oder? Wie seht ihr das? Ein Lasergewehr, was gerade mal 42 Schaden gemacht hat. Gar nicht mal, oder? Hatten die jetzt nicht alle nur 40 HP und der hatte die zwar getroffen, aber halt nur 34 Schaden gemacht? Nicht mehr so, The Yellow of the Egg. Das Einzige, was halt wirklich richtig reinhaut, sind die Schrotflinten. Aber da musst du nah ran. An die hässlichen Aliens. Komm, irgendeine Luftwaffe. Was ist denn am Preis? Wow, 400.000. Nee, euer Ernst? Beschleunigerkanone. 7 Schaden. Durchschlag 1 Armor. Ich schätze mal, das ersetzt dann diese Gatling Gun. Oder halt diese Laserlanze. Weil die halt 400.000 kostet in der Erforschung. Reichweite 6, was hat denn das für eine Reichweite? Reichweite 3, das wird ja immer gruseliger. Lanzen sind vielseitige Waffen mit mittlerer Reichweite.
die mit jedem Treffer schweren Schaden und Rüstungszerstörung verursachen, aber niedrige Feuerrate haben. Und diese Beschleunigerkanone. Kanonen sind Waffen mit kurzer Reichweite, die geringen Schaden pro Schuss verursachen, aber durch ihre hohe Feuerrate und ihre große Munitionskapazität dauerhaft hohen Schaden verursachen. Kanonen sind wirksam gegen die meisten Ufertypen, sofern dein Abfangjäger den Abstand verringern kann. Zwar kann dicke Rüstung den Schaden massiv senken, doch anhaltender Kanonenbeschuss verringert die Rüstung des Ziels und macht es verwundbar. Im Grunde genommen brauchen wir beides. Das kostet halt noch mehr Legierung, das Teil. Wir holen mal als allererstes die beschleunigte Kanone. Einfach weil wir halt nicht mehr so viel Moneten auf der hohen Kante haben. Automatisch einen Angriff machen. War erfolgreich. Oh, schaut mal. Ja. Schon ein bisschen mehr Schaden gekriegt hier, unser Abfangjäger Angel One. Nö, wir sind damit zufrieden. Aufklärer. Kampfteam senden wir gleich aus. Oh, das ist okay. Skyhawk 1. 76. Prozent HP nur. Das muss eigentlich nicht sein, dass wir die Leute da mit reinnehmen, wie ich finde. Können wir ein paar andere mit reinnehmen. Frisches Blut. Ein Schildtyp und ein Scharfschütztyp. Katana ist auch fast wieder einsatzbereit. 96% HP. Ja, komm. Die nehmen wir mit rein. Bitte mit Wächterrüstung. Und jetzt noch einen Sniper. Hauptmann Lisa Graf, die ist wieder fit. Aufseherausrüstung, das belassen wir so. Oh, wow, die kann viel schleppen. Bist du stark, ey. Laserpistolen gibt es keine mehr. Aber sie hat ja diese Beschleunigerpistole, Gausskanone. Wir können ja noch mehr zum Schleppen mitgeben. Schaut mal hier. Das passt auch noch rein. Ja, geht. Passt doch. Dropship starten. Der Rest ist noch fit. Die anderen haben alle keinen Kratzer abgekriegt. Waren nur die beiden. Dann die Abfangjäger zurück. Ordern und dann das nächste UFO angreifen, falls es noch da sein sollte. Es landet. Nee. Das ist hier oben dann auf einmal aus der Radarreichweite, wie es scheint, entschwunden. Das ist die Crash-Site hier. Ach, da ist wieder das UFO. Abfangjäger starten. Sind die... Ah, das eine hat halt nur 29%. Da bin ich mir total unsicher, weil es hat 70% Schaden gekriegt. 71%. Wenn es jetzt normal 71% Schaden bekommt, ist es kaputt. Und so ein Abfangjäger ist unfassbar teuer. Nee, dann lass es mal sein. Du musst erstmal repariert werden.
Crash-Site ist erreicht, dann taktischer Kampf. Beginnen. Die Absturzstelle. Ja, ich weiß. Alles dänglich Gequatsche. Mann, Mann, Sahadun. Ich habe auch wieder überhaupt nicht drauf geachtet, ob es eine Nachtmission ist. Sieht mir schon fast wieder so aus. Alle Aliens töten. Oder halt, also Siegbedingungen lese ich gerade vor, oder halt die Alternative, eliminiere alle feindlichen Einheiten im UFO und halte es 3 Runden lang. Naja, ist halt wieder eine Nachtmission. Ich muss mir da wirklich das angewöhnen, darauf zu achten. Ich hasse. Wie ich es unfassbar hasse. Diese Belagerung. Man geht raus und kriegt schon den ersten Shot ab. Die haben neue Waffen. Also, sieht jedenfalls so aus. Und der Schaden war halt auch mächtig gewaltig, Egon. 41 Schaden. Was willst du denn da machen? Du gehst einfach nur 2 Meter aus dem Dropschiff raus. Und da warten sie schon. Ja gut, ihr habt neue Waffen, wir brauchen neue Waffen, kommt ran hier. Sind halt wieder diese Spinnen. Mit ihren unfassbaren Reflexen. Ehrlich gesagt, ich getraue mir gar nicht, hier den Kopf rauszustecken, weil... Kann durchaus sein, dass hier noch einer steht. Oder die Spinne hat solche Reflexe, dass sie sich ganz schnell rumdreht. Ich will aber das Gewehr haben. Deswegen werden wir nicht mit Mars drauf schießen. Gut. Krass, oder? Ich sage, Spinnenreflexe. Du siehst es doch. Und hä? Habe ich das falsch gesehen? Oder hatte die Spinne 70 HP? Die haben doch sonst immer bloß 45. Das war nur noch Suppe. Oh Mann. Das ist wie so eine Forschungsstation wieder. Waren wir, glaube ich, auch schon mal gewesen, oder? Ich denke schon. Ja, Mars, das war's für dich. Du bleibst jetzt beim Schiff? Nein, natürlich nicht. Die Viecher. Die irgendwelche Larven in unsere Körper einlegen. Könnt ihr euch entsinnen? Der Leuchtfackel. Noch eine ab schießen. Oh. Haben halt keine Sicht drauf, dann bringt es halt auch nichts, die Leuchtfackeln zu werfen. Die sind schnell unterwegs. Positionieren uns mal da.
einer mal bitte noch hier raus. Es wäre auch fies, wenn hier diese larvenlegenden Viecher hier wären irgendwo. Das sieht mir fast nicht danach aus. Wie weit geht denn das hier noch? Nicht mehr allzu weit, gut. Ich weiß, es ist übelst riskant, was ich da mache. Du kriegst noch so einen Schildtypen mit dazu. Die gute Katana. Na dann, bleib einfach da stehen. Die Bäume im Weg. Ja. 49%. Bleib's einfach da. Das ist okay. Ich kann das noch überhaupt nicht abschätzen, ob der es jetzt bis zu uns hier schafft. Das sind ja reine Nahkämpfer. Deshalb bleibe ich erstmal in respektvollen Abstand. Ihr versteht, was ich meine, oder? Kein Bock auf irgendwelche Larven in uns drin. Wir nehmen hier einfach die Bäume halt als Deckung. Gut, beenden wir die Runde, aber erst in der nächsten Folge, Freunde der Nacht. Diese Folge habt ihr nur noch 3 Aufgaben. Däumchen nach oben, was in die Kommentare, muss aber nicht unbedingt sein, aber ganz wichtig, was ihr auf jeden Fall machen müsst, abonniert den Kanal. Für meine mentale Unterstützung. Jawohl, das motiviert mich ungemein weiterzumachen, auch vor allem noch mehr Freizeit hier in den Kanal zu stecken. Und natürlich auch noch mehr Geld, schlussendlich, weil umsonst bekomme ich die Spiele nicht. Freunde der Nacht, das war's von mir. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.